Willkommen beim Bilderrätsel. Gesucht sind jetzt immer zwei Dinge, die zwar nicht gleich aussehen, aber trotzdem irgendwie zusammengehören. Wie zum Beispiel Brille und Aug oder wie Kuh und Milch. Das sind die 16 Steintafeln. Gleich seht ihr die Bilder und ihr wisst auch, da sind sie auch schon, prägt sie euch mal ganz gut ein. Und ihr wisst, hinter all den Tafeln versteckt sich dann auch noch ein großes Bild. Wenn ihr das erratet, gibt es zwei Extrapunkte. Jetzt verschwinden die Bilder wieder und Team Grün führt, das heißt Team Grün beginnt. Für jedes Paar gibt es einen Punkt. Was wollt ihr denn aufdecken? 13 und 4. 13 und 4. Ja, sehr gut gemacht. 12 und 16. 12 und 16. Toast und der Toast, bravo. Weiter geht's mit euch. 11 und 15. 11 und 5. Ihr sagt's einmal, genial. Könnt ihr was Großes erkennen oder noch nicht? Ihr könnt weiterraten. Wir wissen schon. Bitte, Mercedes, mal. Elefanten. Elefanten, gut. Ich merk's mir und wir schauen nachher mal hinter die Steintafeln. Jetzt geht's weiter mit den Paaren. Was wollt ihr sehen? Mercedes, Tanja? Die Zeit läuft. 1 und 10. Und 10. Ja, wir haben echte Profis da. Team Orange möchte auch mal drankommen. Team Grün. Mhm. Und 5. Und 5. Da hat es nicht gepasst. Karotten in der Vase, oh nein. Team Orange. Wie schaut's aus? 3 und 5. 3 und 5. Und das ist sehr gut. Nochmal dürft ihr. 7 und 4. 7 und 4? 4 gibt's nicht, das ist 9. Ich hab mehr von da. Kaffee aus der Gießkanne, nein, danke. Team Grün? 6 und 9. 6 und 9 und das sieht gut aus. Mhm. Nochmal, die Zeit ist um. Bravo! Zwei Paare haben noch gefehlt, die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und zwar, schaut mal, Babyflasche, Pflanze, Gießkanne und dahinter, genial erkannt, Mercedes und Tanja. Elefanten! Also ich muss schon sagen, da habt ihr jetzt ziemlich abkassiert. Da hat sich jetzt viel getan beim Punktestand und den wollen wir jetzt endlich kennenlernen und unsere Teams begrüßen in der Arena. Schon wirklich gute Arbeit geleistet, muss man sagen. Beide Teams waren fleißig, aber ein Team hat sich ein bisschen vorgeschummelt. Schauen wir mal nach. Wie sieht es denn nach 3 Spielen mit dem Punktestand aus? Ja, da kann man einiges erkennen. 4 Punkte für Team Orange und 12 Punkte für Team Grün. Aber Katrin und Magdalena, euer Ziel ist aufholen und von hinten überholen und siegen, gell? Habe ich recht? Ja. Dann schauen wir mal. Hier kommt das nächste Spiel. Schätzen. Beim Schätzspiel gibt es wieder für unsere Teams 2 Schätzfragen. Gibt es eine richtige Antwort bei einer Frage, gibt es 2 Punkte. Und bei der ersten Frage besuchen wir die Affen. Der größte Affe der Welt ist der Berggorilla. Und er kann wirklich groß werden, sogar bis zu 1,70 Meter. Das ist so groß wie ein Erwachsener fast. Wir wollen aber jetzt eines wissen. Es gibt natürlich auch den kleinsten Affen der Welt. Der lebt in Madagaskar und heißt Maus Maki. Und die Frage lautet jetzt, wie klein ist denn der kleinste Affe der Welt, die Körpergröße? Ist der, schau doch mal, so klein wie ein Streichholz? Ist der so klein wie ein Bleistift? Oder ist der so klein wie ein Kochlöffel? Gebt eure Schätzung ab, jetzt. Streichholz, Bleistift, Kochlöffel, Maus Maki, kleinste Affe der Welt. Team Orange. Ihr meint, er ist so groß wie ein
Bleistift. Team Grün. Ein Bleistift. Geschätzt oder gewusst, Team Grün? Geschätzt, ja. Team Orange? Geschätzt. Geschätzt? Soll ich euch was sagen? Gut geschätzt! Also zwei Punkte gehen auf jeden Fall schon mal an beide Teams. Und jetzt kommen wir schon zur zweiten Schätzfrage. Und zwar, wir schauen uns den menschlichen Körper ein bisschen genauer an. Der menschliche Körper besitzt ungefähr 650 verschiedene Muskeln. 650, muss man sich vorstellen, so viele. Die Frage an euch lautet jetzt so. Welcher Muskel ist der kräftigste des Menschen? Ist es der Oberschenkelmuskel, der Kaumuskel oder der Rückenmuskel? Gebt eure Schätzung jetzt ab. Okay, gut. Team Grün. Der Kaumuskel. Team Orange. Der Oberschenkelmuskel. Wer hat jetzt richtig geschätzt? Team, und nach der Schätzrunde haben wir schon wieder einen neuen Punktestand. Und der sieht jetzt so aus. 6 Punkte für Team Orange und 16 Punkte für Team Grün. Mercedes und Tanja, weil ihr schon... Geheimnisvolle Kammer. Weil ihr schon so in Führung gegangen seid, könnt ihr gleich weitermachen. Wir wollen mal schauen, ob ihr mit 3 Punkten wiederkommt. Viel Spaß in der geheimnisvollen Kammer. Ich begrüße euch in der Kammer des Pharao. Es geht los! Sobald ihr euch die Ketten aus Karotten umgehängt habt, bekommt ihr den ersten Punkt. Sucht die zweite Kette. Beeilt euch, schaut beim Spiegel nach, sie kann auch wo oben hängen. Da. Sehr gut. Schminkt euch jetzt gegenseitig eure Gesichter orange. Dann gibt's den zweiten Punkt. Noch 25 Sekunden. Schneller, schneller. Ihr habt noch eine Aufgabe zu lösen. Beeilt euch. Ja! Nun schnappt euch 2 Gurken, verwendet sie als Mikrofon und singt vor dem gelben Spiegel einen Song. Vor dem gelben Spiegel einen Song. Alle meine Entchen schwimmen. Bravo! Viel Zeit für den ganzen Song. Ja, ist viel Zeit ist ja nicht geblieben, aber es hat sich ausgezahlt. 3 Punkte für Team Grün, Team Orange. Wir halten euch auch die Daumen. Viel Spaß in der geheimnisvollen Kammer. Bis gleich. Tretet ein in die Kammer des Pharao. Nur 60 Sekunden habt ihr Zeit. Ab jetzt schnappt euch 2 Strohhalme und ihr bekommt den ersten Punkt. Sehr gut. Nehmt euch eine Orange und klemmt sie zwischen eure Köpfe, Stirn an Stirn, sodass sie nicht zu Boden fällt. Geht nun so zur Schüssel und pustet mit den Strohhalmen ins Wasser, sodass es blubbert. Dann sind eure 3 Punkte komplett. Noch 30 Sekunden. Vorsichtig. Sensationell! Ich gratuliere! Sehr gut, die beiden könnten ja fast im Zirkus auftreten. Gut gemacht und hier sind sie zurück, beide Teams. Gut gemacht, wirklich, beide Teams sehr gut. 3 Punkte für Team Grün und für Team Orange.